Und damit wieder herzlich willkommen zu einem neuen, aber kleinen Projekt. Es heißt, wie es da oben schon steht, A Story About My Uncle. Es ist ein kleines Indie-Game. Handelt darum, dass ein Junge nach seinem verschwundenen Onkel sucht. Und es ist ein Exploration-Platformer. Also es kommt in diesem Spiel keine Gewalt vor, laut Hersteller. Man läuft einfach nur durch die Landschaften, man kriegt auch noch kleine Gadgets von dem verschwundenen Onkel, um sich dadurch halt durch die ganzen Landschaften durchzuziehen, durchzulaufen, je nachdem. Wir fangen auch am besten gleich an. Ja. Dad? Aren't you sleeping yet? It's time for bed, honey. Dad, I can't sleep. Can you tell me a bedtime story? All right. What do you want to hear? Something about an adventure. I think I know just the thing. When I was your age, my biggest dream was to follow my Uncle Fred on one of his adventures around the world. One day, he disappeared. Ja, das ging jetzt darum, die Tochter des Jungen, also des jetzigen Vaters, wollte halt die Geschichte hören, eine abenteuerliche Geschichte. Und wir erzählen sie jetzt praktisch nach. I stepped into the lobby of my uncle's house. It lay just across the hill from where I lived with my mother, your grandmother. She had tried to keep me from going, but I wanted to see if Fred was home yet from his latest adventure. Wir spielen sie nach. Zum Zoomen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die Geschichte nachspielen. Don't forget, protective gear is important. Turn off, Turbine, Ofen, Reaktor und Lichter. Also... irgendwas sollen wir nicht vergessen. Wie gesagt, man kriegt noch im Laufe des Spiels, so wie ich das gelesen habe, noch kleine Gadgets. Und es ist halt ein... My uncle used to send me postcards from his long journeys. Greetings from Nepal, Galapagos, Kilimanjaro, the Amazon River. This was the first time he had left without a word. Without sending cards. Und es soll ein Enterhaken dabei sein. Was noch mit dazu kommt, weiß ich leider nicht. Also ich habe das jetzt bloß hab mir dazu einen Trailer angesehen. Darum dachte ich mir, ich fange das Spiel einfach mal an. La 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 la. I had visited Uncle Fred's house countless of times, but in the locker, which usually was closed, I found something I hadn't seen before. It was an adventure suit. It resembled the one that Fred used, but smaller in size. Also, wir haben jetzt etwas gefunden. Curiosity got the better of me, and I tried it on. It fit like it had been custom made for me. Was, und da hätten wir auch schon das erste Teil. Das soll oder ist zumindest der Enterhaken. Wurde zumindest in dem Trailer auch so genutzt zumindest. The most mysterious room of my uncle's house was the observatory. Ah, ja. There he kept his newest experiments and right now it held a pad used for disposing of garbage. Uncle Fred had warned me not to touch any of his things. But, as I said, I was a curious child. Also, wir sollen nichts anfassen, aber da wir neugierig sind, machen wir das. Nein!
a story about my uncle. Kaching. Damit wären wir dann wohl auch schon ins Spiel katapultiert. Direkt. I landed with a crash, but thanks to the suit I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me, but back then I didn't care so much about where I was going or how I would get home. Wir können auch jetzt endlich sprinten. Das ist auch ziemlich cool. Und sogar ziemlich weit springen. Ja. Was? The suit protected me from falls on the ground, but not in water. I couldn't swim with this thing on. Best be careful. Also, wir sollten am besten vorsichtig sein. Ich glaube, das geht auch mitunter darum, daher, dass man ja nicht kämpft und alles, gibt es auch nicht eigentlich so viel zu erzählen dazu. Es ist halt, wie gesagt, ein Plattformer, Exploration. So können wir noch höher springen. I was sure that someone had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where were they now? Oh, scheiße. Das war schon der erste Fail. Das erinnert mich alles sehr an Pandoria. Ach Quatsch. Pandora. Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme, aber es erinnert mich, diese Welt erinnert mich halt stark an Avatar. Ja, man müsste natürlich auch den Knopf dann mal loslassen. Oder rechtzeitig zumindest. Ah, okay. Wir müssen also sprinten und dann den Knopf loslassen. Man muss auch so ziemlich das Gleichgewicht halten davon. Von dem Spieler. Weil er ist einfach in der Luft, ist einfach. Tschüss. Ist einfach so schwer zu lenken. Genau das meine ich. Sich einfach ziemlich darauf konzentrieren, dass man auch wirklich da landet. Man muss sich zumindest damit beschäftigen, wie man vor allen Dingen landet. Oder dass man überhaupt, muss sich überhaupt eine Platte darum machen, dass man überhaupt auf der nächsten Plattform ankommt. Ich glaube, das wird hier auch so ziemlich in den Vordergrund gestellt. Ja. Ziemlich. Ja, der ist einfach so richtig krass schwer in der Luft zu lenken, ey. Ist dolle. Aber mal sehen, wie ist denn noch? Wie es denn hier weitergeht. Man soll auch noch aus der Höhle rauskommen. Habe ich auch. Ob es stimmt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der. Ach so, siehst du, der Macher dieses Spiels, vielleicht habt ihr das ja schon gesehen oder kennt ihr das vielleicht auch schon. Ist. Moment. The power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my uncle. Hey, ich habe jetzt den Grappling Hook erhalten. Also sprich den Enterhaken. Jawohl.
Das Spiel ist von den Machern des Goat Simulators. Nur so mit nebenbei erwähnt. Muss ich also sagen, im Gegensatz zu dem Goat Simulator sieht das Spiel eigentlich doch schon recht gut aus. Basiert auf der Unreal Engine 3. The grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave. And I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. Ein bisschen die ganze Sache zu beschleunigen. Ja, man muss hier ziemlich überlegen, wie man auf die nächste Plattform kommt. Muss man. Weil das ist. Er zieht dann ja dann wirklich komplett ran. Denn das hat die Chance sehr hoch, dass du runterfällst. Jetzt zum Beispiel muss ich mich auch. Es ist also wirklich nur ein reiner Exploration-Plattformer. Aber ich weiß nicht, in welchem Moment ich jetzt einfach springen soll. Und wir haben es geschafft. Und man landet sogar immer leicht versetzt. Also muss ich mal dazu sagen, wenn man jetzt den Enterhaken benutzt. Dann landet man meist zumindest immer ziemlich versetzt. The adventure suit was fantastic. By combining a power leap with a grapple, I could fly long distances through the air at great speed. Ach, wäre beinahe in die Hose gegangen. Also man macht sich wirklich nur eine Platte darum, wie man jetzt am besten zur nächsten Plattform kommt. Und wie gesagt, der Charakter jetzt, außer wenn man nicht sprintet, ist der Charakter eigentlich in der Luft so gut wie gar nicht zu steuern, nee. Das hier geht jetzt noch, weil ich ja halt nicht sprinte. Ich kann noch sprinten. Das ist ja so gut wie... Okay, unspielbar nicht, aber es ist halt schon... echt schwierig, den denn zu kontrollieren. Schon wirklich schwierig. Und wir müssen jetzt einfach dem Stein folgen. Ja, ist nicht ganz so einfach. Also man muss sich wirklich schon ein bisschen mehr konzentrieren. Nein! Gott sei Dank haben wir schon den Enterhaken. Ich habe jetzt daran gar nicht gedacht. Ich habe jetzt gar nicht den Knopf losgelassen. Ich habe den gar nicht gedrückt. Die Maustaste. Ach Quatsch, was mache ich denn hier? Mensch. Ja, man muss sich, das ist gewöhnungsbedürftig, also sieht wirklich schick aus, kann ich nicht meckern, aber ob es davon jetzt wirklich bis zum Ende gespielt wird, weiß ich nicht, also kann ich nichts versprechen. Aber ich denke mal schon, weil Kanal ist ja wie gesagt noch neu. Und da werde ich jetzt einfach mal bis zum Ende durchspielen. Zwar nicht jetzt auf einmal, aber... ich werde es dann halt schon wirklich komplett durchspielen. Und man kann natürlich auch noch, da ich das, weil mir das jetzt auch gerade noch einfällt, man sieht ja an der Hand, sieht man ja diesen einen leuchtenden Balken. Das bedeutet ja, ich habe eine Aufladung für den Enterhaken. Und man kann dann insgesamt bis zu 3 Aufladungen sammeln. Aber die kommen dann wohl erst später dazu. Mhm.
Also man muss wirklich gucken. Weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber man muss wirklich ziemlich gucken. Ja. Und das schaffen wir auch. Also für die ersten Male. Ich zock das Spiel jetzt wirklich zum ersten Mal. Sehe hier. Kenne hier gar nichts. Das schaffen wir auch so. Und. Ja, wir haben einen zweiten Powerkern gefunden. Jetzt haben wir zum Beispiel zwei Aufladungen. So, anhand. Sichtbar an der Hand. Werden wir, glaube ich, auch brauchen, ey. Hey, was machst du? Nee, nee, nee. Also der Indikator zeigt uns, wie viele Aufladungen wir noch haben. Das war jetzt. Ah. Ja, jetzt deswegen. Das ist jetzt gar nicht berücksichtigt. Wir hatten ja zwei Aufladungen. Müssen wir natürlich da hoch. Das kommen wir auch. So. Perfekt. Müssen wir erstmal gucken. Also es ist jetzt nicht so sonderlich schwer, aber das Ding ist halt einfach. Man muss sich halt richtig konzentrieren auf das, was man hier macht. Weil man könnte halt sehr schnell runterfallen. Aber das mit den Kombinationen jetzt hier, dass man auch den Enterhaken zweimal einsetzen muss, ist auch ziemlich cool. Ist ziemlich cool. Ist wirklich ziemlich cool. Und die Aufladung kommt erst dann wohl wieder, wenn wir. Hallo? Und was hat er gerade gewackelt? Did you ever see any of Fritz's experiments yourself? Yes, I actually helped him collect samples for his research sometimes. To learn about them? That's right. We found all sorts of things. One time, we went to the forest and found a small pool of water. The forest. That was full of eggs. Eggs? Were there chickens in the forest? No, not chicken eggs. These were small and jelly-like. Hundreds of them. Fred told me that they were frog eggs. He was in for a surprise though. Guess what happened? What? What happened? Well, we took some eggs back home, and one day, Fred woke up with bites all over his body. Turns out, it wasn't frog eggs after all. It was mosquito eggs. Ah, poor Fred. I know. He did find real frog eggs eventually. He told me that they were very, very special, but I don't know what happened to them. Ja, da jetzt wieder ein kleines Gespräch mit der Tochter des Vaters war, der hier seinen Onkel sucht. Ich hatte jetzt auch schon überlegt, da jetzt das Wort Forest gefallen ist, also für Wald, wollte ich auch schon überlegen, als Projekt noch The Forest zu nehmen. Fast völlig verkackt. Oh, wir verkacken es tatsächlich. Ach Mann. Schade. The Forest anzufangen.
bin mir aber noch nicht sicher. Es gibt doch sehr viele, die das spielen. Ach Mensch, wir können doch einfach den Enterhaken benutzen, um uns dahin zu ziehen. Lolololololol. Brauche ich noch am Überlegen, weiß ich aber noch nicht so genau. Daher könnt ihr ja in die Kommentare dann schreiben, was ihr davon halten würdet oder ob ihr das gut finden würdet. Das war jetzt ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, fast ja, genau das. Aber da war eine Höhle. Ach nee, von da bin ich ja gekommen. Ach Mann. Das verwirrt einen total. Ja. Verwirrt einen total. Brauchen wir nicht extra erst den Suit aufzuladen? These blue lights. Did Fred put them here? Or was somebody else here as well? Jetzt kommen wir weiter in der Geschichte. Zumindest sieht es stark danach aus. Ja. Aber es gibt keinen Durchgang mehr. Verschüttet. Lost. In time. Jetzt können wir auch wieder gar nichts mehr machen, also sprich nicht sprinten. Keinen Enterhaken benutzen, sondern wir können bloß zoomen und laufen. Uns die Musik anhören. Runterfallen können wir natürlich auch nicht. Und da sitzt jemand. Hello, who are you? You're not from here. Wow, you look just like Fred. But smaller, and with less hair on your face. She knew Fred. I told her that he was my uncle, and that I was looking for him. What's an uncle? I said that he was, that I had known him all my life. Really? Me too. I'll help you find him. I'm Madeline. The others call me Mad Maddie. Sometimes. Schön, dich kennenzulernen. I don't know why, really. But you can call me Maddie. Maddie. You've never been to the village, right? Let's meet over there in the square. I'll show you around. I bet you can get there easily with your suit thing. So, I'll see you there. I couldn't believe it. An underground village, inhabited by frog people. Or more like salamanders. Either way. They walked like humans, they talked like humans. How is that possible? Hier lang. Sieht jetzt zumindest stark danach aus. So haben wir uns erstmal eine Menge Weg erspart. Denke ich zumindest. Bevor wir da jetzt jede einzelne Plattform abspringen. Wo auch immer. Ja, verkackt. Aber dezent verkackt. Müssen wir jetzt. Ja, der Enterhaken zieht einen komplett ran. Also muss man wirklich immer im richtigen Moment, auch bei diesen sich bewegenden Plattformen immer. Ach, das sind Speicherpunkte, fällt mir gerade erstmal auf. Ach so. Das sind Speicherpunkte. Das finde ich gut. Finde ich gut.
ist doch schon. Hey! Was? Ach, da hinten. Hey! Ja, ich bin doch schon da. Hier gibt es. Hi! Welcome to my village. This is the town square, and that over there is Fred's tent. I haven't seen him in a few days, though. Maybe our elder Samuel knows where he is. He knows a lot of stuff. Mostly boring stuff, if you ask me, but it's worth a try. Before asking him, though, you should check out the village. It's not so bad. Unless you have to stay for too long. When you're done, go to the island with the windmill, and you'll see Samuel's cove from there. I'll go on ahead and tell him that you're coming. He's not much for surprises. Later! I thanked Madeline and agreed to meet her later. It was strange. How could I talk to someone who was not even human and still feel like it was perfectly normal? Das ist also wirklich komplett alles begehbar. Und diese Madeleine, die scheint wohl unseren Onkel zu kennen. Und will uns jetzt helfen. Oder zumindest weiß sie, wo er ist. Oder sie will uns zu ihm führen. Weil sie denkt, dass sie weiß, wo er ist. Je nachdem. It looked like most of the shacks in the village were built out of trash. Trash from our world. It was, after all, a garbage disposal pad that took me here. Vielleicht ist es ja Müll aus unserer Welt. Wer weiß, was das ist. Also, sieht überhaupt hier lang? Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall stark danach aus. Wir kommen ja auch überall hin. Dank dem Enterhaken. So, hier war ein Speicherpunkt. Ist eigentlich auch ziemlich nützlich, damit durch die Gegend zu rennen. Wenn es natürlich hier jetzt weiterging. Wir müssen, glaube ich, ja, wir müssen hier hin. Ah, Scheiße. Das war's. Ich glaube, dieses Spiel frustriert auch wirklich sehr, wenn man wirklich immer nur dabei ist zu verkacken, ey. Frustriert dieses Spiel, glaube ich, ziemlich. Mann! Oh, nein! Da war doch der Stein. Mann. Den brauchen wir jetzt. Den brauchen wir jetzt. Weiß aber nicht. Ach, wir sind da runter. Ah, meine Fresse, ey. Puh. Noch geschafft. Und Speicherpunkt erreicht. Ich setze hier wieder, mache hier wieder Pause. Ich werde natürlich das Spiel weiterspielen. Ich werde es auch natürlich komplett zu Ende spielen. Es ist halt ein kleines Indie-Spiel. Und sowas zur Abwechslung halt mal ohne sinnlose Gewalt oder sämtliches anderes Gedöns ist eigentlich auch mal nicht so verkehrt. Daher werde ich es auf jeden Fall durchspielen. Hoffe auch, dass ihr dann bis dahin auch wieder einschaltet. Was soll man noch weiter dazu sagen? Ja, bis zum nächsten Mal und macht's gut.